Er ist der Mann mit den meisten Körben Deutschlands. Unser Banker hat in den vergangenen 3 Wochen 26 Angebote gemacht und nur 2 davon wurden angenommen. Ich bin sehr gespannt, ob sich heute seine Statistik ein bisschen verbessert. Hier ist Deal or No Deal. Köln und hallo zu Hause, herzlich willkommen zurück bei Deal or No Deal. So heißt unsere kleine Familienshow hier in Sat.1. Und das ist auch die Frage, um die es immer geht nach jeder Spielrunde. Geht der Kandidat in Deal ein oder nicht? Eine sehr wichtige Frage, die ich mir, und das muss ich schmerzhaft lernen, ich bin ja noch frisch dabei, die ich mir in den letzten Wochen oft hätte sparen können. Denn meine 20 Zocker hier vor mir, die lassen sich nicht nur ihren Mut nicht abkaufen, sondern auch ihre Box nicht. Und allein das ist schon ein Applaus wert. Hier sind Ronny aus Wiesbaden, Julia aus Solingen, Annika aus Gelsenkirchen, Christoph aus Köln, aus Chemnitz die Nathalie, Michael aus Düsseldorf, Jana aus Wallertheim, Jürgen aus Groß-Haslach, aus Freiburg die Simone und Florian aus Ergolding. Und es geht gleich rechts weiter. Tatjana aus Witten, Edgar aus Leverkusen, Winfried aus Rosendahl, Jenny aus Braunschweig, Sibylle aus Ruppertshofen, Benjamin aus Köln, aus Dortmund Markus, aus Frankfurt Isabel, Miriam aus Oldenburg und my home is my Kassel, Reinhard aus Kassel. Ja, bisher waren meine Kandidaten eher angebotsresistent. Ich bin sehr gespannt, ob meine Kandidaten, mit denen ich heute spiele, um bis zu 500.000 Euro insgesamt, ob auch die wieder bis zum Ende durchspielen, mit wem ich zuerst spiele. Wer mein erster Kandidat oder meine erste Kandidatin ist, das entscheidet unser Zufallsgenerator. Und hier ist er. Bitte ab! Mein erster Kandidat heute hat die Box Nummer 10. Zu ziehen ist Florian Surkamp aus Ergolding. Mann, 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 hey, komm zu mir. Oh, da freut sich jemand. Bist du gut drauf, Florian? Sehr gut. Den ersten Schritt hast du gemacht. Ich kann dir sagen, Du gehst heute auf jeden Fall mit Geld nach Hause. Das ist eventuell schon mal geil. Ist es nur 1 Euro, aber es könnten, wie wir hier vor uns auf der Screen sehen, es könnten auch bis zu 250.000 Euro sein. Und du bist ja jetzt schon ein paar Wochen dabei. Ja. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auf dich als Kandidaten gefreut, weil Danke. Du weißt, wie man zockt. Du bist gerade beruflich auf dem Weg, professioneller Pokerspieler zu werden. Deswegen muss ich dir wahrscheinlich auch nicht nochmal die Regeln erklären. Ja, was denn? Das ist eine Zockershow. Also, da ist ein Pokerspieler eigentlich ganz gut. Der kennt seine Chancen, der kennt auch die Risiken. Yes. Und eigentlich muss ich die Regeln nicht nochmal erklären. Aber ich mache es natürlich gerne trotzdem. Bei eins habt ihr offenbar alle verstanden. Ja? In den ersten 6 Spielrunden wird hier Box für Box rausgekickt. Die Boxen deiner Mitspieler. Und diese 18 Boxen, die wir in den ersten 6 Spielrunden öffnen, die zeigen uns, welche Beträge auf jeden Fall nicht in deiner Box sind. Nach jeder Spielrunde macht unser Banker dir ein Angebot. Und jetzt kommt eine Regel, die wenigsten hier begriffen haben. Ihr könnt dieses Angebot auch annehmen. Ja? Da müsst ihr einfach nur auf den Buzzer hier drücken. Und dann macht ihr einen Deal. Und dann ist natürlich die große Frage, ob das ein guter Deal war oder ein schlechter. Ich bin sehr gespannt, dabei zuzusehen, wie unser professioneller Pokerspieler unserem Banker heute die Hosen auszieht. Und deswegen geht's jetzt in die erste Runde von Deal or No Deal. Deine ersten 6 Boxen, bitte. Jawohl. Wir starten direkt mit meiner bezaubernden Nachbarin. Bitte die Nummer 6. Simone. Was ist in Box Nummer 6? 10 Euro. Er weiß nicht nur, wie man zockt, er hat auch bisher zumindest die richtige Intuition. 2. Box, bitte. Jawohl. Wir wechseln auf die andere Seite. Ah, ja, okay. Ich gehe hin und her heute, ich sehe es schon. Ich bleibe bei meinen Damen. Die bringen mir bis jetzt Glück. Hoffentlich auch die Dame mit der Nummer 11. Jenny. Wir bleiben bei den Damen und wir bleiben hoffentlich auch bei den niedrigen Beträgen. Das hoffe ich auch.
Das ist kein niedriger Betrag. 150.000 Euro sind raus, aber was sage ich an dieser Stelle immer? Viel, ja. Was sage ich? Es kann nur besser werden. Nee, das habe ich noch nie gesagt. Okay. Aber es kann nur besser werden, weil hier drin könnten immer noch 250.000 Euro sein. Dritte Box. Das geht's, genau. Okay, dann gehen wir wieder zurück auf die andere Seite. Wie wär's denn, wenn wir die Nummer 5 öffnen? Nathalie, Box Nummer 5. Florian, du bist Single, oder? Ja. Nathalie auch, soweit ich weiß. Und ihr seid, du kommst aus Chemnitz. Ja. Du aus dem tiefsten Bayern. Das heißt, ihr seid beide dialektsicher. Ja, absolut, resistent. Und das Coole ist, wenn es mit der Pokerkarriere nicht klappt, ja? Nathalie arbeitet im Kassobereich bei der Agentur wirklich? Für Arbeit. Ja? Das wäre also, mal eine Sache, du. Ihr wohnt ja im gleichen Hotel. Ne? Und Nathalie, vielleicht ist er auch heute Abend noch ein reicher Mann. Was ist in Box Nummer 5? Schauen wir mal nach. 100.000! Gut. Florian, vielleicht sollten wir die Taktik mit den hübschen Frauen noch mal ein bisschen überdenken. Nicht als Single, ja, aber vielleicht beim Zocken. Nächste Box. Ich sehe schon, wir brauchen jetzt einen jungen Mann. Die Nummer 3 soll es sein. Benjamin, was ist in Box Nummer 3? Mal sehen, ob die Männer Florian mehr Glück bringen. So niedrig wie möglich. Ich mach's nicht mit Schmerz. 500 Euro. Zwei Boxen noch. Ja, machen wir direkt weiter mit der Nummer 2. Edgar. Muss dich zurückschrecken. Okay. Zeig uns einen niedrigen Betrag. Bist du bereit? Ich bin ready. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, mein Lieber. 10.000 Euro. Ist nicht schlimm. Gut, kann passieren. Und die letzte Box der Runde. 1. Noch wir einen niedrigen Betrag und das Angebot des Bankers. Die Nummer 12. Ronny, was ist denn der Nummer 12? 1 Euro. Das heißt, du gehst mindestens mit 2 Euro nach Hause. Ja, das ist du, schon mal ist doch schon mal was. Ist doch schon mal was. Florian, du bist 31 Jahre jung und kommst aus? Ergolding bei Landshut. Tiefsten Bayern. Im wunderschönen Bayern. Wenn man es nicht weiß, man hört es kaum. Ja, danke. Und ich sag immer professioneller Pokerspieler, aber du bist hauptberuflich eigentlich? Ja, ich habe meine Fahrlehrer. Korrekt, richtig. Eigentlich, mein Beruf ist insofern Fahrlehrer, nur ich habe meine Selbstständigkeit vor kurzem aufgegeben, um meiner Leidenschaft nachzugehen. Okay. Das ist Poker. Mutiger Schritt. Seit 8 Jahren mittlerweile. Und ich habe festgestellt, dass man da relativ gutes Geld verdienen kann. Mhm. Und warum soll man nicht seiner Passion folgen? Finde ich sehr gut. Mutiger Schritt. Danke. Und liegt jetzt nicht daran, dass du so ein schlechter Fahrlehrer bist, sondern nur, weil du so ein guter Zocker bist. Ich glaube, ich bin in beiden gut. Okay. Höchster Gewinn beim Pokern bisher? 67.000. Höchster Verlust? An einem Abend 30. 30.000? Ja. Die gute Nachricht ist, hier kannst du nichts verlieren. Das ist und schon mal gleich geil. Macht dir unser Banker das erste Angebot, um diese Box hier zu verkaufen und nach Hause zu fahren. Hör ich mir gerne an. Nach Ergolding. Ja. Vielleicht macht das auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Wenn er die richtige Nummer hat. Ja, hallo, einen wunderschönen Mittwochabend. Ach, das mochte. Er mochte den Spruch mit den Körben nicht. Am Anfang ist der Show. Verständlich. Ja. Ach nein, das habe ich doch nicht so gemeint. Na, Sie sind doch der Traum einer jeden Frau. Ehrlich. Doch jetzt. Für Sie, also Sie haben heute Abend 500.000 Euro zum Verzocken. Sie sind 72 Jahre alt. Wenn Sie jetzt noch 42 Grad Fieber haben, dann kriege ich Sie unter. Keine Sorge. Danke. Sehr grimmig hört er sich an. Ja, ist noch nicht so gut drauf. Er bietet dir 1.300 Euro, damit du diese Box verkaufst und jetzt nach Hause fährst. Ich mach's mal schnell. Florian, Deal or No Deal? Eine ziemlich einfache Frage, eine ziemlich einfache Antwort. No Deal! No Deal!
Florian macht weiter, hat immer noch die Chance auf 250.000 Euro. Und Sie zu Hause haben auch die Chance auf Geld, nämlich auf bis zu 10.000 Euro. Dieser Betrag und andere sind hier auf diese 5 Boxen verteilt. Am Ende der Show wird unser Kandidat eine dieser Boxen öffnen. Und wenn das die Box ist, die Sie uns telefonisch unter 0137 944 77 11 durchgegeben haben oder per SMS an 444 111 geschickt haben, in Form eines Kennworts Box 1 bis Box 5, sehr kompliziert alles. Aber wenn Sie das auf jeden Fall machen und es Ihre Box ist, dann haben Sie auf jeden Fall die Chance, zu Hause Geld zu verdienen. Und ich finde, du hast auch Geld verdient. Also möchte ich jetzt 3 niedrige Beträge von dir in Runde 2. Ja. Wir nehmen die Nummer 9. Ja. Okay. Winfried. Ja. Was ist in Box Nummer 9? Niedrig. Schau mal. Ich hätte auch was Niedriges. 2 Euro wäre der Deal, oder? Was meinst du? Würde ich dir gönnen, auf jeden Fall. Guter Mann. Soll ich öffnen? Ja, darf. 750. Okay. Das ist gut. Das ist gut. 2 Boxen noch. Ja. Nummer uno, bitte. Milligramm. Du gehst wieder auf hübsche Frauen, ne? Miriam. Nicht nur auf hübsche Frauen, sondern auf eine sehr hübsche Frau. Oh. Miriam, ich frage an der Stelle mal, auch Single? Ja. Aha. Miriam, mach Florian reich. Hey, ich komme aber aus dem Norden, ich gehe nicht nach Bayern. Ich fliege überall um die ganze Welt. Ja! 100 Euro! 100 Euro. Sehr gut. Und wie ich finde, ein sehr klares Angebot von Miriam. Und um das nächste Angebot zu kriegen, musst du jetzt noch eine Box öffnen. Ja. Meine Glückszahl ist tatsächlich auch die 13. Hat mit Freitag, den 13. zu tun. Die belassen wir noch im Spiel. Mhm. Wir nehmen jetzt direkt die Nummer 15. Bitte. Michael. Toll, toll, toll. 20 Euro, irgendwas. Das ist Box Nummer 15. 5 Euro! Hier links. Ich glaube, jetzt wird das nächste Angebot ein bisschen besser. Hallo? Oh, das tut mir sehr leid. Ja. Tut das weh? Mhm. So ein Angebot zu machen. Danke. Er glaubt, die 250.000 werden gleich fallen. Ach, glaubt er? Glaubt er. Was macht ihn da so sicher? Ich kann euch gern mal connecten. Er hat noch nicht viele Facebook-Freunde. Nee, nee, nee. Also, lass uns mal ein bisschen pokern. Was weiß ich, wie er tickt. Ach so. Ach ja, du vermittelst ja nur. Ich bin nur der Vermittler. Stimmt. Ich möchte ansonsten mit ihm überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden. Ich verstehe. Das Angebot lautet, um jetzt hier auszusteigen, ja, bevor du in der nächsten Runde 3 Boxen öffnen musst, ja, 4.900 Euro. Ja, neun. 250.000 Euro sind noch im Spiel. Viele Beträge, die über diesem Angebot liegen. Deal or no deal? No deal. No deal. Dann machen wir doch gleich mal da weiter, wo wir aufgehört haben. 3 Boxen bitte. Meine Lieblingsarbeit. Wir nehmen die Nummer 16. Markus. Schauen wir mal. Box Nummer 16, bitte. Bitte. 5.000 Euro. Ja. Und ich sag's gern nochmal, je niedriger die Beträge in den nächsten Boxen, desto höher das nächste Angebot. Zweite Box, bitte. Also 5.000 befriedigt mich nicht wirklich. Ich hoffe, wir liegen jetzt deutlich drunter bei der Nummer 8. Ja, du darfst. 20 Euro! Miriam! Nathalie, der Mann wird immer attraktiver. Eine Box noch. Auch eine hübsche, sehr hübsche Frau. Der Nachbar ist aber auch ein Kessertyp.
Was hast du für ein Gefühl? Undefinierbar. Undefinierbar? Definierbar. Warte mal, du bist Jurist, ne? Das überzeugt mich nicht so ganz. Erwarte keine eindeutige Antwort von einem Juristen. Man weiß es nicht genau. Nee, nee, Box nee, Nummer 20 soll es sein? Nee. Nicht? Nee, da müssen wir noch, da muss ich noch überlegen. Aber die nette Dame rechts daneben. Die Annika. Die flunkert schon ein bisschen. Da muss was Niedriges drin sein, oder? Was meinst du? Sag einfach ja. Ich würde es dir wünschen. Ja, natürlich. Mit Flunkern kennt er sich aus als Zocker. Was ist in Box 7? Wir schauen nach. Bitte 2 Euro. Lass den Weg sein. Ja! Eben gingst du noch mindestens mit 2 Euro nach Hause. Jetzt sind es schon 50. Komm ich damit nach Bayern zurück? Wenn du eine Bahncard hast, ja. Nö. Du, ich wohne ja auch in München, also ich nehme dich. Schöne Stadt. Mit. Ja, ich nehme dich mit. Das macht dich sympathischer gleich. Kartendelier. Danke. Oh. Er ist nicht mehr so gesprächig. Holla die Waldfee. Er bietet dir 13.500 Euro an, ach du Scheiße, damit du die Box Nummer 10 verkaufst und jetzt an dieser Stelle nach Hause fährst und nicht in der nächsten Runde 3 weitere Boxen öffnest. 13.500 Euro ist das Angebot. Hat der Banker mitbekommen, dass 13 meine Lieblingszahl ist? Der Banker bekommt alles mit. Ich gehe mal zu deinen Eltern. 13.500. Ja? Was sagen? Ich geh gleich mit. Ich gehe gleich mit. Sie sind Herr und Frau Surkamp. Ja. Und wie macht er sich bisher? Gut. Macht er sich gut? Ja, ja. Was würden Sie denn jetzt sagen? Deal oder No Deal? Sie sagen No Deal, Sie sagen No Deal. Okay. Also ich würde sagen, ich entführe dich jetzt mal wieder nach vorne. Deine Eltern haben dir einen Tipp gegeben, können aber nicht die Entscheidung für dich fällen. Und deswegen frage ich dich jetzt, weil wir wissen, was deine Eltern denken, aber ich frage dich jetzt. 13.500 Euro, Florian Surkamp, Deal or No Deal? No Deal! No Deal! Oh, ich sehe 250.000 Euro im Spiel. 50.000, 25.000, ja. 20.000. Allerdings sehe ich hier auch, dass du mal eben locker 13.500 Euro abgelehnt hast. Die hättest du heute mitnehmen können. Jetzt sofort mitnehmen können. Stattdessen spielst du hier weiter und machst jetzt bitte 3 Boxen auf. Jawohl. Oh, Telefon. Das ist ungewöhnlich. Soll ich rangehen? Ja, bitte. Also mit Ihnen habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Da haben Sie richtig gehört, ja? Für Ihr Alter hören Sie noch sehr gut. Soll ich Ihnen das mal fragen? Warten Sie mal kurz. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Er sagt, er hätte gehört, dass 10 nicht deine Glückszahl ist. Er hätte gehört, dass 13 deine Glückszahl ist. Ach, jetzt hat er es gehört. Ach so. Und deswegen bietet er dir, und das ist zumindest seitdem ich dabei bin bei Deal or No Deal, und das ist tatsächlich, du warst dabei die letzten 3 Wochen, eine einmalige Chance. Er bietet dir an, deine Box 10 für die Box 13 zu tauschen. Wir brauchen noch 2-3 Stündchen, dann sag ihm Bescheid. Ja, danke. Nee, ich bin sehr spontan. Du bist sehr spontan? Ja, er offenbar auch. Das hätte ich gar nicht erwartet. Eigentlich ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Ja. Und so ist es auch. Wir tauschst? Das. Ja. Du tauschst Box 10 gegen Box 13? Okay. Ich nehme sie mal, ja? Weil das war bis eben deine Box. Ja. Jetzt ist es nicht mehr deine Box. Deine Box steht hier bei der Julia. Und Julia, dir gebe ich jetzt eine neue Box. Bin gespannt. Und gebe dem Florian seine Box mit seiner Lieblingszahl 13. Na, da bin ich gespannt, ob das eine gute Entscheidung war. Das finden wir jetzt noch nicht raus, außer wenn du jetzt natürlich die 10 aufmachst. Aber nein. Mal so stehen. In der nächsten Runde musst du 3 Boxen öffnen.
Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das niedrige Beträge sind. Merci beaucoup. Die Spannung mit der Nummer 10 behalten wir uns noch, aber 2×10 ist 20. Jetzt muss die 20 daran Jetzt glauben. Ist der indifferente Christoph dran, unser Jurist. Oh. 250 Euro! Du, da sind nur noch die 50 Euro im Spiel. Alle anderen Beträge sind mindestens vierstellig und du musst noch zwei Boxen öffnen. Oh mein Gott. Der kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Oh je. Ja, mir kann gar nichts mehr helfen. Vielleicht die Nummer 14. Tatjana. Oh je. So langsam wird's spannend. Was ist in Box 14? Ich habe das Gefühl, da ist ein hoher Betrag drin. Ey, bitte sag oh, jetzt nicht sowas. Jetzt geht's wieder so los. Willst du Box 14 öffnen? Wir nehmen die Box jetzt. Seine Entscheidung, sein Spiel. In Box 14 sind 50 Euro! Wow! Siehst du, was ich sehe? Da sind nur noch Beträge auf der rechten Seite. Das heißt, du gehst auf jeden Fall mit 1.000 Euro nach Hause. Das nächste Angebot wird durch die Decke gehen, wenn du nicht die 250.000 Euro jetzt öffnest. Eine Box noch in dieser Runde. Ach, noch eine? Ja, noch eine. Ich bin jetzt schon fertig. Du bist dir sicher, dass du Pokerspieler werden möchtest? Ja, aber das hier ist viel geiler. Wir nehmen die Box 18. Isabel. Isabel Felten, ne? Ja. Single? Nein. Gut, okay. Trotzdem würdest du ihm gönnen, dass da ein niedriger Betrag drin ist? Klar. Gut. Aber Miriam... Deine neu Angetraute steht ja direkt daneben. Wir gucken mal rein, oder? Na, stopp. Oh, nein, bitte. Nein. Ich guck mal rein. Ah. Schau mich mal bitte an. Ich kann dich nicht Isabel, lesen. Mach's auf. Na, oh Gott. Ah. Also ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so schlimm. Doch, Hauptsache, die 250.000 sind nicht raus. Natürlich, 1.000 und 2.500 Euro wären schöner gewesen. Aber entschuldige mal, was ist das bis jetzt für ein Spiel? Es tut doch weh, weil wir haben auch noch 1.000 und wir haben auch noch 2.500. Ja, jetzt greifst du aber nach den Sternen. Du weißt doch, sind gar nicht am Ende steht nur, ob du das Spiel gewonnen hast oder nicht. Wie gut du gespielt hast, ist doch irgendwann dann auch völlig egal. Machen Sie mir doch mal ein gutes Angebot. Gott. Danke. Fünf Beträge noch. Florian. Ja? Du weißt, je länger das Spiel, desto schwerer werden die Entscheidungen. Besonders, wenn man so gut gespielt hat wie du bisher. Du könntest jetzt an dieser Stelle auf diesen Buzzer drücken und würdest mit 25.000 Euro nach Hause gehen. Ach du Scheiße. Sofort, wenn du deine Box jetzt an den Banker verkaufst. Deine Glückszahl 13. In der nächsten Runde musst du, Florian, in der nächsten Runde musst du zwei Boxen öffnen. Zwei? Nur noch zwei Boxen. Das heißt, im schlimmsten Fall fällst du auf 20.000 als höchsten Betrag im Spiel. Schau mal, die meinen alle Deal. Du, es ist viel Geld, 25.000 Euro. Ja, stimmt. Du hast gesehen, hier sind in den letzten Wochen Kandidaten mit 5 Euro nach Hause gegangen, nachdem sie 30.000 Euro ausgeschlagen haben. Andererseits sieht die, sieht die Gewinnerwand noch sehr, sehr gut aus. Zwei Koffer. Zwei Boxen müsstest du öffnen in der nächsten Runde. Und deswegen frage ich dich jetzt. Ich will die 250 behalten. Bei zwei Koffern ist die Chance 2-5. Das wollen wir alle, du. Ich weiß, das Leben ist auch kein Ponyhof. Aber auf dem Ponyhof wollen, muss man sich entscheiden, Deal or No Deal. Alle wollen, dass ich einen Deal mache. Aber ich sag No Deal. Ich hab's Ihnen am Anfang der Sendung gesagt. Ich habe einen Pokerspieler neben mir, der kennt seine Chancen, der kennt seine Risiken.
Das ist verrückt. Das ist sehr verrückt, ja, Euro, mal wieder. Das ist sehr, sehr verrückt. 1.000 Euro nimmst du hier mindestens mit, aber du hast noch die Chance, dass in deiner Glücksbox 250.000 Euro sind. Eine Viertelmillion. Oh mein Gott. Für dich geht es jetzt in der nächsten Runde um 250.000 Euro, um 500.000 Euro steuerfrei, mal so nebenbei erwähnt. Ja. Und deswegen bitte ich dich jetzt, zwei Boxen zu öffnen. Okay. Wir haben zwei auf jeder Seite. Ich nehme die Nummer 4. Und bitte, Reinhard, lass die 1.000 Euro drin sein. Je nachdem, was in dieser Box ist, können wir gleich Miriam dabei beobachten, ob sie schon mal ein Date für heute Abend im Tisch im Restaurant reserviert. Position hast du, gell? Ich gehe leider nicht auf Männer mit Geld, ich habe lieber mein eigenes. Das heißt, du kannst nur gewinnen. Ja. So oder so. Entweder nimmst du viel Kohle mit nach Hause oder vielleicht, Miriam. Habe ich schon gesagt, ich stehe auf reiche Frauen. Naja, das macht ihr in einer anderen Show aus. Wir gucken uns jetzt an, was in Box 4 ist. Hau die Trommel auf. Nur ja, für das Date bin ich nicht zuständig. Ja. Aber ich hoffe, dass ich jetzt ein ganz, ganz glückliches Händchen habe. Ich hoffe auch, ich drehe durch. Ich dachte ja, Bayern, Pock, mach's. Oh. Oh je. Ja! So. Ein Date mit Miriam gibt's nicht, aber vielleicht geht Reinhard mit dir essen, wenn du reich hier rausgehst. Wir müssen noch eine Box öffnen. Noch eine Box? Noch eine Box. Soll ich alles auf die linke Seite verlagern, meinst du? Ich weiß es nicht. Was meinen denn deine Eltern? Was meint ihr? Auf die linke Seite gehen? Sag du mal. Links oder rechts? Da? Da? Musst du es. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nimm mir 10er. Du nimm musst 10er. Jetzt leider entscheiden. Ja, stimmt. Du hast recht. Die 10, das ist die Box, ja, die du nicht haben wolltest. Scheiße. Das habe ich ja ganz vergessen. Ach du Scheiße. Die nehmen wir jetzt. Das wäre deine Box gewesen. Ja. Das wäre der Betrag gewesen, den du nach Hause genommen hättest, wenn du keinen Deal eingegangen wärst und bis zum Ende gespielt hättest. Und diesen Betrag, den sehen wir jetzt. Wenn da 250.000 drin sind, versinke ich im Boden. Das wollen wir alle nicht sehen. Was ist in Box Nummer 10? 50.000 Euro! Oh ja. Boah, du, also ich hab mich selten so gefreut, dass 50.000 Euro raus sind, oder? Das wird jetzt ein Angebot. Das wird jetzt aber ein Gott sei Dank sind die 250 Angebot. Nicht weg. Wir sinkt mein und, Herz in den Arsch. Und das bedeutet, die Chancen, dass die 250.000 hier drin sind, ja, gerade rasant gestiegen sind. 33,3% Chance ab jetzt. Das drei stimmt. Boxen sind exakt. Noch im Spiel. Ne? 0,3 Periode sogar. Aber oh je. Ich glaube, du hast jetzt eine sehr, sehr, sehr schwere Entscheidung vor dir. Ich weiß gar nicht, wohin soll. Ja. Ich will es gar nicht hören. Ach du Gott. Danke. Wiederholen Sie es nochmal. Ja, ich will es nicht hören. Danke. Das ist scheiße. Ich muss es dir nicht sagen. Du kannst auch einfach weiterspielen. Doch, bitte. Hm? Ich höre es mir gerne an. Okay. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, es ist ein sehr, sehr hohes Angebot. Ich gehe stark davon aus. Eben hast du 25.000 Euro in den Wind geschossen. Ja. Und jetzt könntest du nach Hause gehen. Mit wie viel? Mit 44.000 Euro. In der nächsten Runde. In der nächsten Runde musst du eine Box öffnen. Und wenn das die 250.000 Euro sind, dann fällt dein nächstes Angebot auf jeden Fall irgendwo auf irgendwo zwischen 1.000 und 20.000 Euro. Ja, ja. Ist einfach 2 zu 3 Chance. Was eine 33,3333%ige Chance, dass hier drin die 250.000 Euro sind.
Weiß es nicht. Ich frage jetzt die Fragen aller Fragen. Florian. Deal or no deal? No deal! Ich mache das Ding ja hier erst seit 3 Wochen, aber ich bin 5 Jahre gealtert, glaub mir. Ich zähle. Mann, 44.000 Euro. Es steht in keiner Relation. Bist du allergisch gegen Angebote? Nein, ich rechne nur. Ich gehe nach einem System vor und aber, das System sagt nein, mein Herz sagt ja. Aber selbst ein Zockerprofi treibt dieser Betrag die Tränen. Ja, alles. Das ist Wahnsinn hier. Oh, du weißt, was wir jetzt gleich machen werden, ne? Ja, oh Gott. Wir werden eine weitere Box öffnen. Ja, und das ist 33%, dass ich mich jetzt selber zerstöre. Aber das ist andererseits ist auch 33%, dass hier drin noch ein sehr, sehr hoher Betrag in Höhe von 250.000 Euro drin sind. 20.000 wären jetzt, natürlich, wir hatten jetzt gerade ein Angebot von 44.000, 20.000 wären jetzt auch nicht wenig, aber wir haben gerade beinahe nach den Sternen gegriffen. Ja. Ich sehe noch einen Stern am Himmel und den kicken wir jetzt bitte nicht raus. Bist du bereit? Ich muss bereit sein. Ja. Dann spielen wir jetzt, bevor du das letzte Angebot unseres Bankers bekommst. Ja. Spielen wir jetzt die nächste Runde bei Deal or No Deal. Dein nächster Betrag, bitte. Okay. Wir haben noch die 17 im Spiel und wir haben noch die 19 im Spiel. Sibylle und Jana. Ja, ich brauche jetzt wirklich Glück. Einfach mal tief durchatmen kurz. Was würdest du mit dem Geld machen? Was würdest du mit dem Geld machen? Was ich mit dem Geld machen würde? Mit dem Gewinn. Also ich habe auch eine weitere Leidenschaft, die ist das Fliegen. Und es gibt ein Fluggerät, das nennt sich Gyrocopter. Das ist ein Ultraleichtflugzeug. Das ist fantastisch. Ich hatte schon einen Rundflug damit, einen Proberundflug. Und so ein gutes Teil kostet 80.000 Euro. Und wenn jetzt die 250.000 wegfliegen, ist das Ding, die Traumblase, zerplatzt. Und ansonsten hoffe ich, dass du dir diesen Traum und noch ein paar extra Träume obendrauf erfüllen kannst. Und die Chancen sind sehr, sehr gut. Danke. Wenn in der 19.000 oder 20.000 Euro drin sind. Was glaubst du, Sibylle? Ich bin mir nicht sicher, aber ich wünsche ihm das Allerbeste. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Willst du nicht hinschauen? Nein. Ist wie beim Elfmeterschießen. Nicht hinschauen. Okay, also irgendjemand muss hinschauen. Ich habe eine Idee. Wo ist eine Kamera? Ich schaue hin. Yeah. Geh mal hier vor mich. Den gebe ich dir gern zurück. 1.000 Euro sind im Spiel. 250.000 Euro sind im Spiel. Und du kriegst jetzt ein Angebot vom Banker. Und dann kannst du entscheiden, ob du auf jeden Fall einen 6-stelligen Betrag mit nach Hause nehmen wirst. Du Scheiße. Vorhin ging es um 1 Euro.
um 2 Jetzt Euro. Um viel, viel mehr. Bitte. Hallo. Das müssen wir alle hier im Studio, glauben Sie mir. Aha. Danke. Er kennt sich aus mit Zahlen. Und er sagt, dass es eins der höchsten Angebote ist, die es jemals bei Deal or No Deal gab. €80.000. Ach du Scheiße. €80.000. Und das ist das letzte Angebot, das der Banker dir machen wird. Danach musst du die letzten zwei Boxen öffnen. Hast die Chance darauf, das mitzunehmen, was hier drin ist, in der Box mit deiner Glückszahl. Aber du hast auch die Chance, jetzt €80.000 mit nach Hause zu nehmen. Sollen wir nochmal zu deinen Eltern gehen? Es tut mir sehr leid. Ich wollte ihren Sohn nicht zum Weinen bringen. Es gibt Schlimmeres. Aber im Moment sind es noch Freunde drin. Was hast du jetzt? Weißt du nicht, was kommt? Also Sie würden sagen Deal. Was würden Sie da sagen? Sie waren bisher immer auf No Deal programmiert. Was sagen Sie jetzt? Ja, du so. Mein Gott, ihr weint ja alle, ihr Surkamps. Ihr macht mich total fertig. Wer ist denn hier für No Deal? Wer ist für Deal? Die Hälfte sind genau 125. Florian! Ja? Dein erstes Angebot lag bei 1.300, hast du ausgeschlagen. 4.900 ausgeschlagen. 13.500. Nein gesagt. Dann bekamst du €25.000 angeboten und hast gesagt, no deal. Auch bei €44.000 hast du gesagt, ich glaube an meinen Traum. Und dann hast du mir gesagt, dein Traum kostet €80.000. Ach du Scheiße, deswegen hätte ich lieber mal nichts gesagt. Gyrokopter, Gyrokonto. Ja. Da könntest du morgen 80.000 drauf haben. Das wäre das Ding, ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall dir das letzte Mal diese Frage stellen. Deal. Or no deal. Okay. Ich bin ein Zocker, aber genug ist genug. Deal! Herzlichen Glückwunsch zu €80.000. Super. Glückwunsch. Eine schmerzhafte Erfahrung kann ich dir jetzt aber nicht ersparen. Oh ja. Wir gucken jetzt noch. Ich meine, von einem schlechten Deal kann man ja eigentlich gar nicht sprechen, aber wir gucken trotzdem in die Box mit deiner Glückszahl, ob du einen guten oder einen schlechten Deal gemacht hast. Das Spiel ist für mich an der Stelle vorbei. Trotzdem gucken wir noch rein. Egal, was drin ist. Du hast 80.000 €, die du jetzt mit nach Hause nehmen wirst. Ja. Und du hättest, wenn du weitergespielt hättest, mit nach Hause genommen. Na, so kalt lässt es sich offenbar nicht, ja? Interessant ist es. 1.000. Ja! Und wir schauen noch, was in der 17 ist.
Da wären die 250.000 Euro drin gewesen. Florian, 80.000 Euro, alles richtig gemacht. Glückwunsch, mein Lieber. Und ob Sie alles richtig gemacht haben und ob unser Glückspilz jetzt noch mal 10.000 Euro für Sie zieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Eine Box musst du noch wählen. Wir nehmen die Mitte, die goldene Mitte. Die goldene Mitte? Das ist die erste und die einzige Box, die du heute aufmachen darfst. Wie geil. Wenn Sie die drei gewählt haben, dann haben Sie mit ein bisschen Glück 1.000 Euro gewonnen. Weil es so schön war mit Florian, haben wir heute nur einen Kandidaten gespielt. Ich glaube, es war sehr, sehr spannend. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Deal or No Deal.